Sie zur COSELEC Lecture 2023 des Zentrums für Theorien in der historischen Forschung der Universität Bielefeld begrüßen zu dürfen. Wir dürfen uns auf einen Vortrag von Lucian Hölscher freuen. Für mich persönlich ist es ein besonderer Moment, auch wenn es heute Abend nicht um mich gehen soll, möchte ich kurz ausführen, warum. Als ich selbst mit dem Studium begonnen hatte, noch ganz unerfahren, ja, das ist schon ein paar Jahre her. Er hat das jetzt gesagt, mit dem Schmuck. Ich habe das die gleiche Erfahrung. Du hast die gleichen Erfahrungen, das kann sein. Noch ganz unerfahren mit den Inhalten und vor allem Geflogenheiten des Faches, meinte irgendwann ein fortgeschrittener Student zu mir, man soll mal auf Historikertage gehen, da können wir alle Personen von Rang und Namen treffen. Das hat dann noch eine Weile gedauert, bis ich mir das getraut habe, doch 2002 habe ich mich dann nach Halle getraut und dort gab es auch eine Sektion, an der Lucian Hölscher beteiligt war. Ich erinnere mich nicht mehr, worum es dabei ging, aber es steht mir lebhaft vor Augen, dass Lucian Hölscher anders war als andere Vortragende. Er schien irgendwie den Dingen entrückt zu sein. Seine Worte waren geschliffener, seine Gedanken schärfer und sein Umgang mit der Kritik aus dem Plenum irgendwie auch gelassener, als das bei anderen Kolleginnen der Fall war. Er schien irgendwie tatsächlich, ich habe mich lange überlegt, ob ich das sagen soll, aber über den Dingen zu schweben. Dass ich und wir ihn heute Abend leibhaftig hier haben dürfen, ist also ein besonderes Ereignis. Aus Angst vor der Aufgabe einer würdigen Vorstellung zu versagen, natürlich nicht aus Bequemlichkeit, bestenfalls in Verbindung mit dem Vortragstitel Virtuelle Geschichtsschreibung, Perspektiven auf einen erweiterten Geschichtsbegriff, habe ich mich auch endlich bei ChatGPT angemeldet und irgendwie mit der Ahnung, dass virtuell dann doch etwas anderes sein muss als digital, die künstliche Macht gebeten, mir einen Text zu liefern, mit dem ich Lucian Hölscher vorstellen kann. Das Ergebnis war folgendes. Und jetzt bitte genau zuhören. Lucian Hölscher ist ein renommierter deutscher Kulturwissenschaftler und emeritierter Professor für Kulturtheorie und Kulturgeschichte an der Universität Bochum. Er wurde 1942 in Duisburg geboren und studierte Philosophie, Germanistik und Kulturwissenschaften in Bonn und Berlin. Hölschers Forschungsschwerpunkte liegen insbesondere in der Theorie und Geschichte der Kultur, Ästhetik und Kunst sowie der Literatur- und Wissenschaftsgeschichte. Er ist Autor zahlreicher Bücher und Aufsätze und wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet, darunter, jetzt bitte festhalten, ja, mit dem Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Haben Sie den Vortrag beobachtet? Ich konnte es leider nicht. Der vor uns sitzende Lucian Hölscher hat das Gesicht verzogen. So habe ich jedenfalls vorab vermutet, dass er das tun könnte. Bisweilen vielleicht geschmunzelt, dann wieder verstört und befremdet die Stirn in Falten gezogen. Die Grundlinien dieses Textes stimmen wohl. Die Details sind überwiegend fehlerhaft. Was passiert, wenn meine Vorstellung, Janik, hast du das jetzt im Kasten, ja? Meine Vorstellung ins Netz kommt, ich also die Fehler der KI reproduziere, wieder andere sich auf mich beziehen, darüber kann man gespannt sein, was also die Zukunft dessen, was wir jetzt hier praktizieren oder ich zu bieten habe. Zu was wird dann in der Zukunft der geschätzte Lucian Hölscher wohl werden? Er wird erst einmal ein paar Jahre älter werden, als er tatsächlich ist. Wer mag, kann jetzt nachrechnen. Ich gebe noch einen kleinen Hinweis. Seit 2014 ist Lucian Hölscher im Ruhestand, nachdem er 23 Jahre die Professur und jetzt richtig für neuere Geschichte und Theorie der Geschichte an der Ruhr-Universität Bochum inne gehabt hatte. Nicht eine für Kulturtheorie und Kulturgeschichte. Hölschers Geburtsort ist nicht Duisburg, sondern München. Studiert hat er nicht in Bonn und Berlin, sondern in Göttingen, Freiburg, Oxford und Heidelberg. Man acht auf die feinen Unterschiede, vielleicht jedenfalls, wie das machen könnte. 1976 wurde er bei Reinhard Koselleck mit einer Arbeit zum Thema Öffentlichkeit und Geheimnis, eine begriffsgeschichtliche Untersuchung zur Entstehung der Öffentlichkeit in der frühen Neuzeit, promoviert, in der auf raffinierte Weise viele der Themen verwoben sind, denen sich Lucian Hölscher über die Jahre gewidmet hat. Das Verhältnis von Individuum und gesellschaftlicher, vor allem ideeller Umwelt in Politik, Sozial- und Kulturgeschichte.
1987 hat sich Lukian Hölscher mit einer Arbeit habilitiert, die mit Weltgericht oder Revolution protestantische und sozialistische Zukunftsvorstellungen im Deutschen Kaiserreich 1871 bis 1914 betitelt war. Mindestens da tauchten zwei besondere Schwerpunkte seiner Forschungen auf, Religionsgeschichte und die Geschichte der Zukunft. 1999 erschien in der Fischer-Reihe Europäische Geschichte das Buch Die Entdeckung der Zukunft. Wenn Reinhard Koselleck wesentlich dazu beigetragen hat, Vorstellungen der Vergangenheit zu historisieren, also sich wandeln zu lesen, dann kommen wesentliche Verdienste dieses Zugangs in Bezug auf die Zukunft dem Vortragenden des heutigen Abends zu. Deine Verdienste, die damit natürlich nicht schmälern, lieber Joachim Radkau. Das allein wäre schon Motivation genug gewesen, um Lukian Hölscher als inspirierenden Gast für das Theoriezentrum zu gewinnen. Es wäre aber auch sträflich, würde ich seine sich explizit der Geschichtstheorie widmenden und Arbeiten an dieser Stelle nicht erwähnen. Neben den schon genannten Arbeiten, die sich dem ins Verhältnis setzen und sinnvollen Ordnen, Zuordnen und Deuten von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft widmen, müssen mindestens drei Bücher genannt werden. Semantik der Lehre, Grenzerfahrung der Geschichtswissenschaft von 2009, Neue Analystik, Umrisse einer Theorie der Geschichte von 2013 und Zeitgärten, Zeitfiguren in der Geschichte der Neuzeit 2020. Willi Balter, kommst auch du in einem Kapitel vor. In diesen Arbeiten kreist Lukian Hölscher um die Herausforderung, die Annahme einer Einheit der Geschichte vor dem Hintergrund ihres Zerbrechens in eine Vielzahl von Geschichten oder Geschichtsbildern retten zu wollen. Er sucht nach dem Zitat Identischen in der Vielheit, Zitat Ende. Seinen Vorschlag hat er als neue Analystik bezeichnet, eine um das historische Ereignis kreisende Geschichte, die zugleich Absage an einen konstruktivistischen Relativismus wie an einen naiven Realismus und einen aufgeladenen historischen Idealismus ist. Wenn Ihnen das wie die Quadratur des Kreises vorkommt mag, dann teilen wir diese Einschätzung. Aber Lukian Hölscher wäre nicht Lukian Hölscher, wenn dem nicht doch ein raffinierter Gedankengang zugrunde liegen würde. Ereignisse sind ihm, Zitat, energetische Lehrhülsen, Zitat Ende, in denen vergangene Erwartungen in nachträgliche Erfahrungen umschlagen und Bedeutungszuschreibungen neu verhandelt und ausgehandelt werden können. Daher Semantik der Lehre. Zum Ereignis werden dann Verdichtungen unterschiedlicher Geschichtsbilder, wird die Zitat Fülle ganz unterschiedlicher Zeitordnung, Zitat Ende, in ihrem und nochmal ein Zitat punktuellen Zusammenspiel. Ganz nebenbei entsteht damit dann doch eine eigene Form der Geschichtsphilosophie. Ich zitiere mal etwas länger. Was die Geschichte Schritt für Schritt vorantreibt, ist kein geheimer Lenkungsplan Gottes oder der Natur, sondern es sind die Zusammenhänge, welche die Menschen zwischen ihrem vergangenen und zukünftigen Tun herstellen. Was auch wir daher Geschichte nennen müssen, ist kein metaphysischer Gesamtzusammenhang aller Ereignisse in der Welt, sondern der Prozess des historischen Urteilens und Richtens, den die Menschen vollziehen, indem sie Geschichten über ihre eigene Vergangenheit und die zu erwartende Zukunft entwerfen. Zitat Ende. Ich hoffe, ich habe einiges dafür getan, ChatGPT etwas entgegenzusetzen, das entworfene Bild des Lukian Hölscher dem realen Lukian Hölscher ähnlich werden zu lassen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Vielen Dank, dass Sie unser Gast sind. Ja, zunächst mal herzlichen Dank für diese mehr als freundliche Einführung. Dank aber auch, dass ich diese Koselleck-Lecture halten darf. Wenn ich vor 40 Jahren mir vorgestellt hätte, dass es sowas mal geben wird, dann denke ich, hätte ich protestiert oder hätte es für ganz unwahrscheinlich gehalten. Koselleck, glaube ich, fühlte sich lange Zeit nicht sozusagen als derjenige, der in der Weise Geschichte macht mit seiner Karriere, dass nach ihm also irgendwelche Formate benannt werden würden. Insofern gehört das zu den
sehr seltsamen biografischen Verwerfungen, die eigentlich nur die Zukunft leisten kann. Nun aber hier zu dem, was ich Ihnen hier vortragen möchte. Virtuelle Geschichte, nicht Geschichtsschreibung, darüber habe ich in einem Aufsatz einmal geschrieben, aber virtuelle Geschichte, Perspektiven zur Entfaltung eines erweiterten Geschichtsbegriffs. Es ist eine Reihe von vielleicht grundlegenden Gedanken, die, wenn es mir vergönnt sein sollte, vielleicht nochmal in eine größere empirische Darstellung einmünden wird. Aber wer weiß, wie weit das Leben reicht. Was der Geschichtswissenschaft fehle, so diagnostizierte Reinhard Koselleck 1972 auf dem Kölner Historikertag, sei, ich zitiere ihn, eine Theorie, die, wenn überhaupt, unsere Wissenschaft von den Theorien der übrigen Sozialwissenschaften unterscheidet, eine Theorie historischer Zeiten. Denn die historische Zeit, so seine Begründung, sei der einzige Gegenstand, den die Geschichtswissenschaft nicht mit anderen Wissenschaften teile. Sozusagen ihr Proprium, das ihr ganz eigene. Seither ist viel, meist fragend, über das Aussehen einer solchen Theorie nachgedacht und geschrieben worden. Was kann sie für die historische Erkenntnis leisten? Hat Koselleck sie am Ende vielleicht sogar selbst schon geliefert? Und liegt in ihr vielleicht das Kernstück dessen, was er sich von einer Historik erhoffte, deren Erarbeitung er ja immer wieder einforderte? Zumindest die beiden letzten Fragen muss man wohl eher verneinen. Koselleck hat zwar viele interessante Zeitkonzepte analysiert und Hypothesen formuliert, aber eine geschlossene Theorie historischer Zeiten hat er nicht vorgelegt. Übergreifende Konzepte wie das der Zeitschichten, die gelegentlich als Klammer für eine solche Theorie genannt werden, passen zwar gut zum Phänomen der gleichzeitigen Geltungskraft verschiedener Zeitverläufe in verschiedenen Sachbereichen, so wie dies schon 1946 Fernand Braudel in seinem Mittelmeerbuch vorgemacht und Koselleck dann in seinem Preußenbuch wiederholt hatte. Aber Konzepte wie das der Einmaligkeit und der Wiederholung, von Struktur und Ereignis, von historischer und naturaler Zeit, nicht zu reden von den unterschiedlichen Zeitbegriffen des Fortschritts, der Revolution und so weiter, sie passen in ein solches Konzept der Zeitschichten nur schwer hinein. Sie liegen gewissermaßen auf anderen Ebenen. Und auch, dass er in einer solchen Theorie den Kern der von ihm eingeforderten Historik sah, was immer er an Geschlossenheit auch von einer solchen Historik gefordert haben mag, ist eher zweifelhaft. Zu viele andere Anliegen, etwa seine Frage nach den ontologischen und anthropologischen Bedingungen möglicher Geschichten, gehen darin nicht auf. Schwerer zu beantworten ist die Frage nach der historiografischen Leistung eines solchen Nachweises von verschiedenen Zeiten in Geschichte und Gesellschaft. Was wissen wir eigentlich von einer Geschichte, wenn wir ihre Zeitstruktur nachzeichnen? Wahrscheinlich einiges, aber keineswegs alles. Vielleicht nicht einmal das Wesentliche an ihr. Denn der Zeitverlauf zeigt uns zwar so etwas wie den zeitlichen Duktus der Geschichte, aber es fehlen darin die Details, auch die Umstände, die Gefühle und die Wertmaßstäbe, kurzum fast alles, was man das Fleisch und den Geschmack der Geschichte nennen könnte. Ergiebiger erscheint dagegen die in Koselleck's Forderung angelegte Frage nach dem, was die Zeit der Geschichte überhaupt ausmacht. Und hier will ich mit meinen eigenen Überlegungen einsetzen. Ich beginne mit einer Kritik des Präsentismus. Als Ausgangspunkt wähle ich also den Zeitbegriff des sogenannten Präsentismus, eine historische Zeitvorstellung, die nach François Hardoc, ihrem Erfinder und ihm folgend dann auch nach Ansicht
anderer, etwa des Literaturwissenschaftlers Hans-Ulrich Gumbrecht, vor allem für die gegenwärtige Geschichtsepoche gelten soll. Ihr fehlt es nicht an vordergründiger Evidenz. Das Internet, um nur das prominenteste Beispiel herauszugreifen, ist auf die gegenwärtige Präsenz des Wissens angelegt. Die vergangene und zukünftige Welt erfasst es nur im Modus der gegenwärtigen. Das zeigt sich beispielhaft an der Enzyklopädie Wikipedia, die zwar bis 2014 die jüngste gedruckte Enzyklopädie des Brockhaus zu ersetzen imstande war, nicht aber, weil sie in ihrem Wissensstand ständig revidiert wird, deren ältere Auflagen, die das Wissen vergangener Jahrzehnte gespeichert haben. Das Konzept des Präsentismus wird von einem antimetaphysischen Impuls getragen. Es verkürzt die historische Zeit um die Dimensionen der Zukunft und der Vergangenheit unserer Gesellschaften und dies nicht in dem Sinne, dass es für den Präsentismus diese Extensionen der Zeit gar nicht gäbe, aber doch in dem Sinne, dass er von der Zukunft nur die gegenwärtige Zukunft kennt, also das, was wir uns heute als zukünftig vorstellen, und von der Vergangenheit nur die gegenwärtige Vergangenheit, also nur das, was wir heute von der Vergangenheit wissen. Herausfallen in ihm die Zukunft als zukünftige und die Vergangenheit als vergangene Gegenwart. Nun ist zwar richtig, dass wir von der Zukunft im Sinne ihrer zukünftigen Gegenwart kein gesichertes Wissen besitzen können, aber wir wissen, dass es sie geben wird und dass wir damit rechnen müssen, dass sie in Zukunft ganz anders aussehen wird, als wir sie uns heute vorstellen. Die Frage ist nur, wie? Und damit komme ich zum ersten größeren Abschnitt über die Wirklichkeit des Möglichen. Hier eröffnet sich ein breiter Raum für die Imagination, für Gedankenspiele und Hypothesen, ohne die das historische Denken offenbar nicht auskommt. Imaginativ versuchen wir uns zu vergegenwärtigen, was einmal sein könnte, wohlwissend, dass es auch ganz anders kommen könnte. Doch nicht nur das. Auch die Vergangenheit ist ein auf die Gegenwart bezogener Imaginationsraum, der seine Gestalt dadurch gewinnt, dass wir Dinge als vergangen von unserer eigenen Gegenwart abstoßen, sie hinter uns lassen. Und selbst das, was wir unsere Gegenwart nennen, ist genau betrachtet keineswegs immer der sichere Grund, auf dem wir stehen, sondern ebenfalls ein Projektionsraum, in dem sich die Bilder vergangener und zukünftiger Zeiten spiegeln. Das lässt sich etwa an der unterschiedlichen Weise ablesen, wie sich zur Zeit der Flüchtlingskrise 2015 die Gegenwart im Spiegel der Zukunft und der Vergangenheit darstellte. In 10 bis 20 Jahren, so argumentierte etwa Angela Merkel damals, werde sich ihre Politik der Öffnung der deutschen Grenzen unbedingt positiv darstellen, denn erstens wegen des Zustroms von Arbeitskräften, die Deutschland aufgrund seiner geringen Reproduktionsrate dringend benötige, zweitens aber auch wegen des humanitären Vorbildcharakters einer solchen Öffnung für ganz Europa. Das sahen ihre politischen Gegner, die sich bei ihrer Beurteilung der Lage mehr an der Vergangenheit orientierten, ganz anders. Sie sahen als Folge des Flüchtlingszustroms eine Zeit der Unordnung und des Unfriedens zwischen Einheimischen und Zugewanderten anbrechen. Dies nur als ein Beispiel zur Veranschaulichung, das, was ich meine, wie sich die Gegenwart unterschiedlich in der Vergangenheit und Zukunft spiegeln. Alle historischen Zeiten gewinnen ihren konkreten Inhalt nur in Relation zu den anderen Zeiten. Für sich genommen sind sie immer überkomplex und damit für uns nicht greifbar. Auch unsere eigene Gegenwart erscheint uns in Gestalt einerseits einer zukünftigen Vergangenheit, andererseits einer vergangenen Zukunft. Aufgabe nun einer in diesem Sinne selbstreflexiven Geschichtsschreibung müsste es daher sein, darzustellen,
wie sich vergangene Gegenwarten im Spiegel ihrer je eigenen Zukünfte und Vergangenheiten entwerfen. Diskutieren wir dies zunächst anhand gegenwärtiger und vergangener Zukunftsbilder. Denkbar sind hier mehrere Möglichkeiten. Die vorgestellte Zukunft kann entweder als positives oder als negatives Handlungsziel auf die Gegenwart zurückwirken. Das Bild, das Sie uns vor der Gegenwart entwerfen, nenne ich daher eine retrospektive Gegenwart. Ein Beispiel für positive Rückwirkung habe ich eben mit Angela Merkels Begründung ihrer Flüchtlingspolitik gebracht. Ein Beispiel für negative Rückwirkungen bietet die Erwärmung der Erde in den nächsten Jahrzehnten, welche voraussichtlich in weiten Teilen der Erde zu deutlich verschlechterten Lebensbedingungen führen wird. Da liegt es nahe, schon heute gegenzusteuern, um das Schlimmste zu verhindern. Denkbar ist allerdings auch eine Vorbereitung auf diese vorhergesehene Zukunft, bei der das Eintreten der Katastrophe entweder bezweifelt oder als unvermeidlich hingenommen wird. Gefragt ist dann eine Anpassung der menschlichen Lebensformen an die neuen ökologischen Bedingungen, wie immer die auch aussehen mag. Durch solche handlungsleitenden Entscheidungen für bzw. gegen eine bestimmte Zukunftsvorstellung wird die antizipierte Zukunft also zu einem Teil unserer eigenen Gegenwart. Die Zukunft, so sagen wir, hat schon begonnen. Etwas anders liegt die Sache bei den vergangenen Zukünften. Dient die Konstruktion zukünftiger Vergangenheit gewöhnlich der Identifizierung der eigenen Gegenwart, so die Rekonstruktion vergangener Zukünfte dem Nachweis, dass es auch anders hätte kommen können als vormals gedacht. Der Raum der Geschichte wird dabei also um die Vielzahl der einst denkbaren Alternativen erweitert, deren Eintreten ebenfalls möglich gewesen wäre. Beides, zukünftige Vergangenheit und vergangene Zukunft, kann sich allerdings auch verschränken. Ein Beispiel. So entwarf etwa der Bodenreformer Edward Bellamy 1887 in seinem Roman Looking Backward 2000 to 1887 die Zukunftsgesellschaft des Jahres 2000 in den rosigsten Farben, um desto schärfer die desaströsen kapitalistischen Ausbeutungsverhältnisse seiner eigenen Gegenwart zu geißeln. Soweit also eine zukünftige Vergangenheit. Im Nachhinein, aus unserer eigenen Gegenwart betrachtet, wenn wir den Roman heute lesen, bleibt davon ein Gesellschaftsentwurf, der sich in einigen Zügen von unserer eigenen Gesellschaft entschieden unterscheidet, also eine vergangene Zukunft. Die Nachzeichnung vergangener Zukünfte dient in erster Linie dem Nachweis nicht eingetretener Alternativen zum tatsächlichen Geschichtsverlauf. Zwar bestand das Hauptanliegen der meisten Historiker im Zeitalter des Historismus darin, zu zeigen, wie es zur heutigen Lage der Dinge gekommen war. Relevanter für eine historische Ortsbestimmung der Gegenwart sind jedoch diejenigen historischen Analysen, die die möglichen Alternativen zum tatsächlichen Geschichtsverlauf in den Blick nehmen. So ließe sich etwa, um hier nur einige wenige Beispiele zu nennen, im Zollstreit der Jahrhundertwende 1900 die denkbare Entscheidung für eine Politik der Agrarisierung Deutschlands gegen die dann zunächst siegreiche Politik der Industrialisierung erörtern. Was wäre eigentlich gewesen, wenn man dieser Linie gefolgt wäre damals? Oder 1933 die Möglichkeit einer Ausgrenzung der NSDAP aus der Regierungsbildung und deren Folgen für die weitere Entwicklung. Oder nach 1945 die Gefahr eines Umschlags des Kalten in einen heißen Krieg, wie sie ja den Zeitgenossen etwa 1961 beim Bau der Mauer oder 1989 in Berlin durchaus vor Augen standen. Das Deutsche Historische Museum in Berlin hat solchen Krisenpunkten übrigens, also Krisenpunkten der deutschen Geschichte, kürzlich eine eigene Ausstellung gewidmet, die vielleicht manche von Ihnen kennen, die eben dies versuchte. Roads Not Taken ist der Titel dieser Ausstellung.
Alternative Zukunftsentwürfe profilieren unsere eigene Gegenwart, indem sie uns zeigen, wie es auch hätte kommen können. Ich nenne dies prospektive Gegenwarten. Die Imagination alternativer Zukünfte der Vergangenheit bricht ein als alternativlos vorgestelltes Verständnis von historischem Zeitverlauf auf und zeigt so, wie stark unsere Ortsbestimmung in der Gegenwart von Imagination dessen abhängen, was einmal möglich war oder zukünftig einmal möglich sein wird. Damit komme ich zum zweiten Punkt, den Möglichkeitsräumen. Ich nehme gerade einen Schluck Wasser. In seinem Roman »Der Mann ohne Eigenschaften« argumentiert Robert Musil, wenn man davon ausgehe, dass der Mensch einen Wirklichkeitssinn besitze, dann müsse man auch die Existenz eines Möglichkeitssinns einräumen. Und er fügt präzisierend hinzu, man dürfe unter diesem Möglichkeitssinn nicht etwa jenen Sinn für wirkliche Möglichkeiten verstehen, den jeder kenne, der eine bestimmte Summe Geld auf unterschiedliche Weise ausgeben könne, sondern den Sinn für mögliche Wirklichkeiten, wie ihn nur der Visionär zukünftiger Zustände besitze, also einen Sinn für Alternativen zum bestehenden Stand der Dinge. Ich zitiere, so ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu als die Fähigkeit definieren, alles, was ebenso gut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist. Ich meine, die Geschichtswissenschaft ist diesem Hinweis bislang nicht konsequent genug gefolgt und möchte Sie einladen, den Perspektiven weiter nachzugehen, die das uns eröffnen würde. Mit seiner Unterscheidung zwischen dem Erfahrungsraum einer Epoche und ihrem Erwartungshorizont hat auch Reinhard Koselleck einen Beitrag zu dieser Erweiterung des Geschichtsbegriffs geliefert. Denn auf was anderes könnte sich ein Begriff wie Erfahrungsraum beziehen, wenn nicht auf den Wirklichkeitssinn der Zeitgenossen? Und auf was anderes der Begriff des Erwartungshorizonts, wenn nicht auf ihren Möglichkeitssinn? Vergangene Erwartungen gehen, wie wir wissen, nur selten in den späteren Erfahrungen der Menschen auf. Doch auch noch in ihrer späteren Entlarvung oder Enttäuschung als Illusionen zeugen sie über die Handlungsmotive der Zeitgenossen hinaus auch von dem, was sie einst für möglich hielten. Das ist es, was jede spätere Geschichtsschreibung interessieren muss. Unbeschadet der Tatsache, dass sich die einstige Erwartung für diesmal nicht erfüllt hat. Die Geschichtsschreibung begibt sich damit auf ein Feld, das sie im Zeitalter des Historismus zu betreten gescheut hat. Zu nah schien es ihr, bei jenen meist haltlosen Spekulationen einer kontrafaktischen Geschichte zu liegen, die Antworten auf Fragen sucht wie diejenige, was wäre geschehen, wenn etwa der österreichische Erzherzog Franz Ferdinand Ende Juni 1914 nicht nach Sarajevo gereist wäre? Oder wenn Hindenburg am 30. Januar 1933 nicht Hitler zum Reichskanzler ernannt hätte? Die Konsequenzen solcher Spekulationen laufen in der Regel schnell aus dem Ruder. Sie zeugen mehr von den Wünschen derjenigen, die sie nachträglich stellen, als von den Möglichkeiten, die es im Zeitpunkt solcher abweichender Ereignisse und Konstellationen tatsächlich gab. Anders aber verhält es sich mit denjenigen Zukunftsvorstellungen, die die Zeitgenossen schon selbst vor Augen hatten und für deren Eintreten sie oft ja genug auch selbst schon Vorsorge getroffen haben. Also mit all den Plänen, den Planspielen und sonstigen Vorsichtsmaßnahmen der Zeitgenossen, ihren wohlbegründeten Ängsten und Wünschen, die sich mitunter auch in Träumen, in Bildern und literarischen Fiktionen niederschlugen. Für sie liegen uns mitunter durchaus beträchtlich große Quellenbestände vor, die zeigen,
wie intensiv sich die Zeitgenossen auf solche Möglichkeiten schon eingestellt hatten. Dass sie dann nicht eintraten, sagt wenig über die Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens. Gründe dafür, warum etwas nicht geschehen ist, lassen sich immer finden. Zu ihnen gehört aber auch die Möglichkeit, dass sie gerade deshalb nicht eintraten, weil sich die Zeitgenossen so stark auf ihr mögliches Eintreten vorbereitet haben. Jedenfalls verweisen sie auf die uneingrenzbare Kontingenz und Koinzidenz der Ereignisse und Konstellationen, in denen die Geschichte ihren Lauf nimmt. Deshalb gehören auch solche alternativen Möglichkeiten zu einem erweiterten Geschichtsbegriff, wie ich ihn hier im Blick habe. Polyphone Wiederholungsstrukturen. Eine solche neue Achtsamkeit auf das, was einst möglich und erwartbar erschien, ist auch deshalb geboten, weil, wie die Erfahrung lehrt, große gesellschaftliche Zukunftsentwürfe selten völlig außer Kraft gesetzt werden, auch wenn sie durch neue historische Erfahrungen diskreditiert werden. Beispiele für solche Erfahrungen sind uns allen gerade in Europa aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts geläufig. 1945 brach in Deutschland die Utopie eines kommenden faschistischen Großreichs, 1989 die einer kommenden kommunistischen Weltordnung zusammen. Doch die Erwartungen blieben in beiden Fällen trotz der donnernden Niederlage in Teilen der deutschen Gesellschaft lebendig. Subkutan leben sie bis heute weiter und warten gewissermaßen nur auf den Augenblick, in dem sie wieder zum dominierenden Geschichtsbild aufrücken können. Das uralte Paradigma für solche zeitlichen Verschiebungen einer historischen Zielvorstellung in die Zukunft bietet die christliche Naherwartung des kommenden Gottesreiches. Eine Erwartung, die, obwohl immer wieder enttäuscht, sich über die Jahrhunderte erhalten und immer wieder erneuert hat. Auch die noch junge ökologische Zielvision eines Mensch und Natur gleichermaßen umfassenden Kreislauf des Lebens hat in der Wiederbelebung der Naturschutzbewegung des frühen 20. Jahrhunderts, Ende der 1960er Jahre, schon solche Wiederholungsstrukturen durchlaufen, bei denen sich eine Kernsubstanz im Wandel der historischen Umstände durchhält. Darin zeigt sich nun, dass sich die Konstellationen, in denen Menschen und Gesellschaften ihre Entscheidungen treffen, durchaus wiederholen können. Im Lichte eines ganzheitlichen Geschichtsbegriffs, wie ihn die Geschichtsphilosophie des 18. Jahrhunderts entwarf, schien zwar jedes historische Ereignis einmalig, das heißt, in einer unwiederholbaren Konstellation zu stehen. Der alte Topos Historia Magistra Vitae daher außer Kraft gesetzt. Aber tatsächlich besteht historisches Erkennen von Ereignissen und Konstellationen auch heute noch zu einem erheblichen Teil im Wiedererkennen früherer Ereignisse und Konstellationen. Dabei werden gewiss immer nur bestimmte Merkmale herausgegriffen, andere übergangen, die von der jetzigen Situation abweichen. Und es bedürfte einer intensiveren Analyse der Auswahlverfahren, die zur Wahrnehmung solcher Wiederholungsstrukturen führen. Aber dadurch wird deren historischer Kenntnisgewinn nicht gemindert. Denken Sie nur zum Beispiel an die gegenwärtige Klimakrise und ihre Bekämpfung durch junge Widerstandsgruppen wie Fridays for Future und Last Generation. Die gegenwärtige politische Konstellation und ihre öffentliche Debatte lohnt den Vergleich mit der Kapitalismuskrise und ihrer Bekämpfung durch sozialistische Gruppen und Bewegungen am Ende des 19. und im frühen 20. Jahrhundert. Sie ist voll von Analogien, die von der Erwartung eines nahen Zusammenbruchs, wenn nicht Endes der bestehenden Gesellschaftsverfassung, bis zur Spaltung der Gesellschaft in radikale und moderate Reform erreichen. Ebenso wie damals spricht auch heute viel dafür, dass die Radikalen von der konservativen Gesellschaft einerseits zum Sündenbock gemacht werden, andererseits aber doch auch den moderaten Reformern helfen, den notwendigen politischen Veränderungsdruck zu erhöhen.
Ich kann dies hier nur andeuten, was eine intensivere historische Analyse zutage fördern könnte, die alte Erfahrungsmuster zur Identifikation neuer Erfahrungen und neuer Erwartungen nutzt. Stellt man solche Wiederholungsstrukturen in Rechnung, dann öffnet sich die historische Erzählung für neue Darstellungsformen. Denkbar wären zum Beispiel bei der Darstellung der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts Parallelgeschichten, die das historische Geschehen nebeneinander aus der Perspektive verschiedener politischer Lager darstellen, so wie dies 2015 Sami Adwan, Dan Baon und Eyal Naweh in ihrer Geschichte Israels und Palästinas versucht haben. Eine solche Geschichtsschreibung könnte für sich sogar eine überzeitliche Gültigkeit beanspruchen, weil sie sich nicht allein auf die temporäre Evidenz und Wertorientierung ihrer eigenen Gegenwart verlässt, sondern in Rechnung stellt, dass Geschichtsbilder zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Evidenz gewinnen. Und damit komme ich zum zweiten Abschnitt, aber ich mache einen kurzen Moment Pause, um es nicht zu dicht werden zu lassen. Ich habe diesen zweiten Teil überschrieben mit die Möglichkeit des Wirklichen. Nun bildet die Geschichte jedoch auch noch in einem anderen, tiefgreifenderen Sinn einen Möglichkeitsraum. Bisher war von den alternativen Geschichtsverläufen die Rede, deren Einbezug in die Geschichtsschreibung nicht nur deshalb nötig ist, weil sie die Handlungsmotive der Zeitgenossen verständlich machen, sondern auch, weil sie den Geschichtsverlauf als künftige Möglichkeit subkutan weiter begleiten. Im Folgenden soll dagegen gezeigt werden, dass auch die tatsächlichen Ereignisse zu unterschiedlichen Geschichtsverläufen zusammengesetzt werden können. Ja, dass sie selbst ihrer inneren Konstitution nach kontingent sind. Die Fluidität der Zeit. Um sich zu veranschaulichen, wie kontingent historische Zeitverläufe sind, ist es hilfreich, sie nicht, wie in den Geschichts- und Sozialwissenschaften üblich, retrospektiv oder prospektiv zu betrachten, sondern während ihres Ablaufs selbst. Da zeigt sich dann schnell, dass im Moment ihres Ablaufs meist noch nicht klar ist, in was für einen zeitlichen Zusammenhang sich gegenwärtige Ereignisse dereinst einmal als Station einfügen werden. Wer in diesen Wochen etwa den Krieg in der Ukraine verfolgt, hat dafür ein anschauliches Beispiel. Ein Beispiel für diese Offenheit der Zeitfigur, in der sich der Ukraine-Krieg gegenwärtig befindet. Was tatsächlich als nächstes passieren wird, wissen wir nämlich oft nur ungenau. Nur im Sinne eines Wahrscheinlichen, eines Erwartbaren, zu Vermutenden. Da ist es schwer vorauszusehen, welchen Verlauf das Geschehen tatsächlich nehmen wird. Auch auf die Vergangenheit übertragen eröffnet ein solches Perspektivewechsel neue Bedeutungsebenen. So begrüßten etwa zur Zeit der großen Inflation in den frühen 20er Jahren selbst fachkundige Wirtschaftspolitiker die massive Ankurbelung der Wirtschaft durch immer neue Geldmengen. Die aktuelle hohe Inflation galt ihnen durchaus als Voraussetzung für den erstrebten Wirtschaftsaufschwung. Und erst als die Inflation 1923 aus dem Ruder lief und zu einer ungeheuren Vernichtung von Sachwerten führte, schlug die Inflation in diejenige Katastrophe um, die wir heute noch erinnern. Die Gewohnheit von Sozialwissenschaftlern und Historikern, Zeitverläufe als Struktur empirischer Prozesse zu betrachten, hat, meine ich, unter Umständen fatale Folgen. Sie lässt uns nämlich glauben, der zeitliche Verlauf wäre so etwas wie deren Substanz, mithin deren Natur und Wesen. Zeit ist aber keine Substanz, sondern bloße Form, und zwar immer eine retrospektiv oder prospektiv gewonnene,
in Zeitfiguren geronnene Form. Zudem eine fluide Form, die sich blitzschnell verändern kann, wenn die Dinge anders laufen als erwartet. Wir müssen die Zeit deshalb selbst als einen Möglichkeitsraum betrachten, der nicht nur die existierenden Dinge, sondern auch die möglichen Dinge miteinander in zeitliche Nachbarschaft zueinander setzt. Als den Raum, in dem sich Dinge oder auch Ereignisse miteinander verbinden können, aber nicht müssen. Auf diese Qualität der Zeit kommt es an, wenn wir von Möglichkeitsräumen sprechen. Ich will das vielleicht versuchen, mit einer kleinen Skizze zu veranschaulichen. Wenn ich einen... Hier. Nur ganz grob zur... Achso, es ist ja hier im Grunde genommen schon enthalten. Ich habe es hier schon beschrieben. Also wenn wir die Gegenwart hier als einen Punkt nehmen, der durch den bestimmte Zeitverläufe, Zeitfiguren laufen, so eine Kontinuitätslinie, aber genauso gut auch eine Wellenlinie, bei Konjunkturen etwa ist das der Fall, eine Niedergangslinie oder andere Zeitverläufe, dann haben Sie vielleicht so ein bisschen vor Augen, wie ich argumentiere, dass sich das immer nur in der Gegenwart entscheidet, wie es weitergeht und welche Zeitfigur, welcher zeitliche Verlauf eigentlich tatsächlich sich im Nachhinein als der richtige herausstellen wird. Als Beispiel erinnere ich nur an die Montagsdemonstrationen Anfang Oktober 1989 in der DDR, die einen ganz anderen Verlauf genommen hätten, wenn sich die Parteispitze der SED damals zu deren Niederschlagung nach dem Vorbild des Massakers auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking entschieden hätte. Und nun ein weiterer Punkt, Transzendentalverhältnisse. Als möglich sind auch nicht nur die nicht eingetretenen, aber vormals antizipierten Ereignisse und Ereigniszusammenhänge zu betrachten, sondern auch diejenigen, die wir als wirkliche Ereignisse qualifizieren. Denn auch sie beruhen auf der Konstruktion von Wahrnehmungskategorien, die uns überhaupt erst erlauben, die Wirklichkeit so zu erfahren, wie wir sie erfahren. Wir könnten die Dinge nämlich, das wissen wir ja zum Beispiel aus der Begegnung mit anderen Sprachen und Kulturen, auch anders bezeichnen. Dass wir sie so bezeichnen, wie wir sie bezeichnen, ist in diesem Sinne immer kontingent. Wie sehr Beschreibungskategorien von Ereignissen, deren historischen Charakter zu beeinflussen versuchen, wissen wir aus vielen Beispielen. Sie reichen von der zeitgenössischen Bezeichnung des großen Kriegs von 1914 als Weltkrieg, was dieser Krieg anfangs noch gar nicht war, über die der Vernichtung des europäischen Judentums als Endlösung bzw. als Shoah und Holocaust, bis hin zu Putins Bezeichnung des Ukraine-Kriegs als militärische Spezialoperation. Ein weniger grausames Beispiel bietet die Anekdote von dem chinesischen Gelehrten, der erst beim Ausfüllen seines Einreiseformulars in die USA lernte, dass seine geistige Verwurzelung in der Tradition des Konfuzianismus hier in den USA als Religion gewertet wurde, die er also alternativ zum Christentum, zum Islam, Buddhismus und so weiter nun als sein eigenes religiöses Bekenntnis ankreuzen sollte. Zwischen den historischen Ereignissen und ihren Bezeichnungen besteht, darauf hat ja Reinhard Koselleck immer wieder hingewiesen, eine transzendentale Beziehung. Koselleks historiografisches Programm, die sprachlichen und anthropologischen Bedingungen möglicher Geschichten zu rekonstruieren, diente ja letztlich überhaupt der Aufspürung von sprachlichen Vorgaben, die er als Kontingente den zeitgenössischen Akteuren jeweils vorgegebene Faktoren des historischen Geschehens betrachtete. In diesem Sinne entwarf er die geschichtlichen Grundbegriffe im Sinne eines funktionalen Abhängigkeitsverhältnisses der wirklichen Begebenheiten von vorgegebenen Denkkategorien. Aber, und das ist weniger vielleicht Ihnen geläufig,
die Abhängigkeit dessen, was in einer bestimmten historischen Situation möglich ist, beziehungsweise war, von Vorgaben, über die die Zeitgenossen nicht anderweitig verführen konnten, sie besteht eigentlich auch umgekehrt. Koselleck setzte dies wohl selbst voraus, wenn er Begriffe als erfahrungsgesättigt bezeichnete. Sie ermöglichten dann nicht nur Erfahrungen, sondern sie reagierten auch auf Erfahrungen. So hingen also nicht nur die Möglichkeiten, hier also die möglichen Geschichten von den sprachlichen Vorgaben ab, als deren Bedingungen, sondern auch umgekehrt die Bedingungen von den Möglichkeiten. Um das zunächst an dem von Koselleck selbst bemühten Fall zu erläutern, Konfliktlagen, wie sie im Zeitalter der Extreme immer wieder auftraten, können durchaus mit Hilfe der von Carl Schmitt ins Spiel gebrachten Kategorien Herr, Knecht, Freund, Feind aufgeschlüsselt werden. Aber umgekehrt trieben auch erst die Konfliktlagen diese Denkkategorien als universale Bedingung möglicher Geschichten hervor. Denn erst in der Evidenz, die die Konfliktlagen den Begriffen gaben, konnten sich diese als erfahrungsgesättigte Denkkategorien etablieren. Indem diese Erfahrungsbasis aber von anderen angezweifelt wurde und mit der Zeit überhaupt schwand, erwiesen sie sich gleichwohl auch als sozial und zeitgebunden. Ein anderes Beispiel für die wechselseitige transzendentale Beziehung zwischen Sprache und Geschichte bietet die Denkkategorie der Utopie. Im Kontext vieler Texte des 18. und 19. Jahrhunderts bezeichnete der Begriff einen Zustand, der, wie ja schon das Wort sagt, nirgends und niemals möglich ist. Doch schon die historische Utopiekritik des 19. und frühen 20. Jahrhunderts von Louis Blanc bis Ernst Bloch hat an etlichen Beispielen, also etwa der Abschaffung der Todesstrafe, gezeigt, dass das, was zu einer Zeit noch als unmöglich erschien, sich bald darauf schon als möglich und kurz darauf sogar als realisiert herausgestellt hat. Darauf nun reagierte dann auch die Begriffsbildung. Unter dem Eindruck der Realisierung vormaliger Utopien ist der Begriff der Utopie im 20. Jahrhundert zur Bezeichnung einer bloß relativen Grenze des Möglichen, ja sogar zu einem pragmatischen Zielbegriff politischen Handelns mutiert. Aus der Bedingung einer Möglichkeit ist so die Möglichkeit einer Bedingung geworden. Ich will nun zum Ende kommen und in meinem Ausblick auf eine künftige virtuelle Geschichte versuchen, aus all diesen Erwägungen und Beobachtungen eine Summe zu ziehen. Die vielfältigen Abhängigkeitsverhältnisse zwischen historischen Wirklichkeiten und Möglichkeiten haben meines Erachtens tiefgreifende und weitreichende Folgen für die Geschichtsschreibung. Wenn es nämlich zutrifft, dass sich das, was einmal war, erst im Nachhinein feststellen lässt, unsere eigene Gegenwart aber zur Vergangenheit in einem Verhältnis der Kontingenz, der bloßen Möglichkeit steht, dann ist auch das, was wir als historische Wirklichkeit erfahren und registrieren, gar nicht denkbar, ohne dass wir vergangene und zukünftige Möglichkeiten in Rechnung stellen. Anders gesagt, nur im Lichte möglicher zukünftiger Vergangenheiten wird uns die Gegenwart als profilierter Zustand überhaupt fassbar. Von der Beschäftigung mit einem möglichen atomaren Krieg oder einer globalen Klimakatastrophe ist uns dies auf unsere Zukunft bezogen. Von der Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus in Bezug auf unsere Vergangenheit hinreichend vertraut. Beide bilden so oft genug die Folie, auf der sich unsere eigene Gegenwart als Epoche abhebt. Doch dürfen wir dabei nicht aus dem Auge verlieren, dass diese Bezüge immer nur eine Lesart der Geschichte freigeben, neben der es auch andere Lesarten gibt. So bezeichnet also die Möglichkeit, nicht nur das Kontingente, also das, was auch anders oder auch sein könnte, sondern sie ist auch an der Profilierung dessen, was tatsächlich unsere historische Wirklichkeit ausmacht, beteiligt, weil sich auch sie innerhalb einer Welt,
in der vieles als Realität beschrieben werden könnte, nur als Realität profiliert, wenn es aus der Perspektive einer möglichen Zukunft oder Vergangenheit betrachtet wird. Daraus folgt, dass wir die Konstruktionen historischer Zeiten meines Erachtens als Handlungen verstehen müssen, durch die aus Möglichkeiten Wirklichkeiten werden. Ein solches Verständnis einer, wie ich es nenne, virtuellen Geschichte eröffnet uns den Blick auf den Kranz möglicher, vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Geschichten, die alle unsere wirklichen Geschichten, in denen wir stehen, umgibt. Auf die Hoffnung der Menschen, auf ihre Ängste vor wirklichen und eingebildeten Gefahren, auf ihre Träume, ihre Vorsorgemaßnahmen und Planspiele, auf ihre Risikoabschätzungen und Fehlkalkulationen, auf ihre verfehlten und angemessenen Bilder und Begriffsbildungen, kurzum auf alles, was handlungsleitend und handlungsparalysierend wirken konnte, kann und können wird. Was uns dazu fehlt, sind eine Reihe von Untersuchungen, die vielleicht noch neue Felder eröffnen. Etwa die Begriffsgeschichte statistischer Kategorien. So etwas gibt es nur ansatzweise bisher. Oder eine breit angelegte historische Deutung von Träumen, an der hoffentlich hier in Bielefeld noch mal etwas entstehen wird. Eine historische Kontextualisierung literarischer Utopien, wie sie von den Literaturwissenschaftlern angegangen wird. Und anderes mehr. Eine solche virtuelle Geschichte wird im Ganzen auch nicht mehr chronologisch, linear und in diesem Sinne einseitig angelegt sein können. Vielmehr werden sich viele Zeiten, viele Zeitverläufe ineinander verschlingen, deren Kommunikation untereinander in punktuellen Berührungen bestehen. Gleichzeitigkeiten und Wiederholungen, die ein Geflecht sich punktuell berührender Koinzidenzen bilden. Aber das ist das Thema, glaube ich, für eine andere Gelegenheit. Ich will hier einmal einen Schlusspunkt setzen. Dankeschön.